Hallo Nina. Hallo. Wie bist du zur Musik gekommen? Also eigentlich fing alles an, weil meine Mutter Klavier spielte, also unsere Mutter. Meine auch. Und wir spielten in der Freizeit sehr viel, auch an der Weihnacht natürlich, was Klavier, Flöte. Ich habe noch Blockflöte gespielt. Da war ich noch nicht auf Klavier und Gitarre. Aber dann später auch Klavier und... Ja, es war ein sehr großer Bestandteil, auch in der Freizeit für uns dann. Ja, auf jeden Fall. Und später auch? Ich bin dann eigentlich nur dazu gekommen, weil sie hat Klavier gespielt und ich habe es dann immer gesehen und gedacht, okay, jetzt drückst du auch mal auf diesen Tasten herum. Ja, so hat das bei uns angefangen. Ja. Und bei dann, ihr natürlich früher, weil ich auch älter ist, oder? Ja, dann ging ich zu einem Gesangslehrer hier in der Nähe und dann warst du... Du kamst da auch mit und nachher warst du auch... Eigentlich habe ich ja alles nachgemacht, dass ich bin so hinterher. Also ja, sie hat ja gut, Klavier gespielt, dann habe ich das gesehen und auch ausprobiert. Sie ging zum Gesangslehrer, ich habe gemerkt, irgendwie kann ich auch singen. Und so sind wir beide halt zur Musik gekommen. Ja. Okay, Luca, und ich habe jetzt eine Überraschung für die Fans. Was für eine Überraschung hast du? Auf jeden Fall. Ja, ich weiß noch, ich habe damals im Recall Running Scared gesungen. Und dieser Song hat mir sowas von gefallen und ich habe ihn die ganze Zeit nicht mehr spielen können und nicht mehr gespielt. Und habe ich gedacht, hier mit meiner Schwester gibt es jetzt Running Scared für euch. Come to me tonight.